Moin und herzlich willkommen bei Voltus. Ich bin Sebastian und ich möchte euch heute ein bisschen was über Schalter und Taster erzählen. Wir haben da einige eurer Fragen zusammengestellt und ich möchte euch ein bisschen aufklären, damit eure Bestellung, was Schalter und Taster angeht, einfacher und besser bei uns abläuft. Ihr habt eine Menge Fragen gestellt dazu. Die meiste Frage ist eigentlich zu den Arten von Schaltern und Tastern, wie sie sich unterscheiden, wann man was braucht. Ich möchte aber einmal ganz kurz sagen, was überhaupt ein Schalter ist. Ein Schalter ist generell mechanischer Kontakt, also Kupfer auf Kupfer. Könnt ihr euch so vorstellen, dass wenn ihr drauf drückt, der kontaktiert und der Strom fließt. Und wenn ihr dann nochmal drauf drückt in die andere Richtung, dann geht er wieder auf und es fließt kein Strom. Und deswegen leuchtet halt die Lampe an der Decke oder die Lampe leuchtet nicht. Das ist ein Ausschalter. Und ein Ausschalter findet ihr heutzutage eigentlich nirgendwo mehr. Was ihr heute stattdessen findet, ist in der Regel ein Wechselschalter. Ihr findet das normalerweise mit dem Begriff Auswechselschalter, weil er beide Funktionen übernehmen kann. Und ein Wechselschalter ist quasi das Gleiche, nur ihr habt dann zwei Kontakte an der Ausgangsseite und ihr schaltet zwischen diesen Kontakten hin und her. Und je nachdem, ob ihr halt nur einen Kontakt an der Ausgangsseite auflegt, wo ihr dann eine Ausschalterfunktion habt, oder ob ihr beide benutzt, wo ihr dann eine Wechselschalterfunktion habt, kann der beides machen. Ganz normal, Wechselschalterfunktion ist eigentlich immer, wenn eine Lampe von zwei Stellen bedient werden kann. Also wenn ihr beispielsweise an der einen Tür im Raum und an der anderen Wand im Raum dieselbe Lampe schalten könnt. Das braucht ihr also heutzutage nicht mehr speziell bedenken. Das ist immer schon in einem normalen Schalter enthalten. Das ist der Standard. Es gibt allerdings auch noch Kreuzschalter. Und Kreuzschalter sind schon etwas seltener oder viel seltener tatsächlich. Die braucht ihr, wenn ihr drei oder mehr Bedienstellen für dieselbe Lampe habt. Da kommen die Kreuzschalter nämlich immer in die Mitte. In die Mitte heißt jetzt nicht unbedingt, dass da ein Kreuzschalter in der Mitte ist und alles drumherum sind Wechselschalter, sondern andersrum. Ihr habt nur außen nur zwei Wechselschalter pro Kreuzschaltung und alle anderen Schalter, die dazwischen sind, sind Kreuzschalter. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr entsprechend dann die richtige Anzahl wählt. Die sind intern ein bisschen anders beschaltet, das brauche ich jetzt hier nicht vormachen, aber effektiv bewirken die, dass eine Schaltung für ein und dieselbe Lampe mit drei oder mehr Schaltern trotzdem problemlos von allen Stellen funktioniert. Dann gibt es noch Serienschalter. Serienschalter sind effektiv ein normaler Schalter in der normalen Schaltergröße, der aber zwei Schalter enthält. Also ihr habt dann die kleinen schmalen Wippen nebeneinander. Das heißt, ihr braucht eine Gerätedose in der Wand und ihr könnt von dieser Stelle trotzdem zwei verschiedene Lampen schalten oder meinetwegen auch andere Dinge. Das spart euch in erster Linie natürlich Platz. Das macht eure Wände ein bisschen freier von Schaltern, dass ihr nicht so viele braucht. Oder falls ihr da schon Schalter habt und ihr wollt noch eine Lampe mehr anschließen und die Verdrahtung gibt das her, dann braucht ihr nicht noch eine extra Dose in die Wand setzen, sondern reicht es, wenn ihr den einen Schalter austauscht gegen den Serienschalter. In logischer Folge gibt es dann auch den Wechsel-Wechselschalter. Das ist prinzipiell, wie vorhin gesagt, der normale Wechselschalter, nur halt mal zwei in einem Gerät. Der Unterschied ist hier allerdings, dass der Wechsel-Wechselschalter relativ tief wird, weil er sehr viele Klemmen hinten enthalten muss. Und dadurch ist er schwerer zu produzieren und ein bisschen teurer. Und vor allem ist er dadurch aber auch etwas, ich sag mal, unpraktischer in der Installation, weil man als Handwerker natürlich deutlich mehr Kabel in deutlich weniger Raum pressen muss. Und deswegen passt man immer auf, dass man den Serienschalter nimmt, wenn man kann, und den Wechselschalter nur nimmt, wenn man unbedingt muss. Und ein Szenario wäre beispielsweise, wenn man mindestens einen von den beiden Schaltern als Wechselschalter braucht, weil die bediente Lampe von woanders auch noch zu bedienen geht. Beispielsweise in einem Wohnzimmer, dass man an der zentralen Eingangstür den Wechsel-Wechsel-Schalter hat und dass man im Essbereich an der Wand noch einen Schalter, der dieselbe Leuchte, die von dort schaltbar ist, auch von der Wand aus schalten lässt und im Wohnbereich beispielsweise auch nochmal einen anderen Schalter hat, sodass man quasi sich aussuchen kann, von wo man die ganzen Bereiche bedient. Ansonsten braucht ihr den nicht und wenn ihr nur eine Bedienstelle pro Leuchte habt, dann reicht immer der Serienschalter und ist zu empfehlen. Ansonsten wird häufig gefragt, was es für verschiedene Arten von Schaltern gibt, im Sinne von, wie sie aussehen. Und da möchte ich einmal ganz kurz klarstellen, dass der Standardschalter in Deutschland der WIP-Schalter ist. Und mit diesem Begriff findet ihr auch so gut wie jeden normalen Schalter. Das ist diese Fläche in der Wand, die ihr hin und her wippen könnt, daher der Name. Und das ist alles das, was ihr eigentlich normalerweise im Alltag seht, überall. Ja, also alles andere ist relativ exotisch, sag ich mal, und heutzutage nicht mehr verwendet oder generell aus anderen Gründen nicht verwendet. Der WIP-Schalter ist der Standard. Der Kipp-Schalter, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen von früher oder aus den USA oder wo auch immer der noch verwendet wird, ist effektiv der kleine Hebel in der Mitte, der halt nach oben oder unten gekippt wird. Da habt ihr eine Platte in der Wand sozusagen und nur einen kleinen Hebel, den ihr bedient. Der ist mittlerweile in Deutschland nicht mehr so gängig. Das ist ein Exot, der allerdings zum Beispiel in denkmalgeschützten Gebäuden gerne verbaut wird und den ihr auch noch so finden und kaufen könnt. Genauso wie der Drehschalter, der einen Drehknebel in der Mitte enthält. Und dieser Drehknebel, der wird entsprechend von euch dann halt bedient, indem ihr da eine Vierteldrehung nach rechts beispielsweise das ganze Ding rotiert und dann Vorspannung sozusagen ausübt.
Und wenn ihr über den Todpunkt kommt, dann springt ihr einmal ein Stück weiter noch. Kennt ihr auch von damals aus eurer Oma, ihrem Keller oder so. Aber auch das gibt es heute natürlich noch, weil es ein gewisser Retro-Stil ja auch ist, den man eventuell auch bei sich verbauen möchte in seiner Wohnung oder seinem Haus. Kann man auch noch so kaufen, ist halt nur exotischer. Es gibt noch Kontrollschalter und beleuchtete Schalter. Die haben jetzt damit erstmal nicht allzu viel zu tun. Die findet ihr in der Regel allerdings auch nur, ich sag mal nicht nur, aber fast ausschließlich bei den VIP-Schaltern. Das heißt, dass bei diesen Schaltern in der Wippe, also in diesen Plastikabdeckungen, in der Mitte ein kleines Sichtfenster drin ist und dahinter ist ein Licht. Und dieses kleine Licht im Schalter, das leuchtet bei einem Kontrollschalter immer dann, wenn auch die Lampe im Raum an ist. Und bei einem Orientierungsschalter bzw. bei dem beleuchteten Schalter, wo ihr das in der Regel als kleines Glimmlampenelement zukaufen müsst, da leuchtet das in der Regel nur dann, wenn die Lampe im Raum nicht an ist. Und das dient dazu, dass ihr dann den Schalter findet, um euch Licht anzumachen. Kontrollschalter, also wo das Licht der Schalter des Schalters mit dem Licht der Lampe einhergeht, findet ihr für Außenleuchten beispielsweise, damit ihr von innen sehen könnt, ob außen die Leuchte an ist, oder für Gäste-WCs, dass man auf dem Flur sehen kann, ob jemand da drin das Licht anhat. Und die beleuchteten Schalter findet ihr für Situationen in Fluren, zum Beispiel, wenn ihr bei Dunkelheit den Schalter finden können wollt, um euch Licht zu machen. Schalter und Taster sind ein weiteres Problem. Das wird häufig verwechselt und deswegen möchte ich da noch einmal klarstellen, was was ist. Ein Schalter, haben wir eben besprochen, ist ganz normal dieser Kupferkontakt. Ihr legt ihn um und das Licht ist an und dann bleibt das auch an. Ein Taster ist eigentlich das gleiche, allerdings ist da eine Feder hinter verbaut, sodass die Wippe, wenn ihr die Hand wegnehmt, direkt zurückspringt und das trennt auch den Kontakt wieder. Wenn ihr also einen Taster in euer Wohnzimmer verbaut, dann werdet ihr, wenn ihr beim Fernsehen ein bisschen Licht haben wollt, beim Fernsehen die ganze Zeit am Schalter stehen müssen und das ist nicht ganz so angenehm. Von daher bitte keinen Taster für normale Situationen verwenden. Das ist eigentlich ein reiner Signalgeber. Das ist eigentlich für Treppenzeitschalter oder sowas gedacht. Das ist auch gedacht dafür, wenn ihr eine Tasterschaltung als Ersatz für eine Kreuzschaltung im Flur haben wollt. Das ist einfacher zu verdrahten. Dann braucht ihr aber immer zentral noch ein Relais im Verteiler. Deswegen werdet ihr normalerweise Taster nicht benötigen. Es gibt den Tastschalter. Das ist ein Mittelding dazwischen. Der Tastschalter ist intern ein Schalter. Das heißt, der bleibt immer... Der Stromfluss bleibt erhalten, wenn man die Hand wegnimmt. Allerdings kommt die Wippe immer zurück. Das ist eine rein optische Sache. Das heißt, wenn ihr gerne hättet, dass eure 3- oder 4-fach-Kombination mit Schaltern, dass die Wippen immer gleich rumstehen, damit es schöner aussieht und damit ihr vielleicht auch oben die Staubkante gar nicht habt, dann nehmt ihr halt Tastschalter. Die gibt es aber auch nicht von allen Herstellern. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist in der Regel aber ein ganz normaler Schalter, der lediglich wieder zurückspringt, damit er besser aussieht. Das hat aber nichts mit der Funktion zu tun, das ist am Ende nur ein Schalter. Von daher, wenn euer Elektriker sagt, ihr braucht einen Taster, bitte wirklich einen Taster nehmen und keinen Tastschalter, weil sonst geht es wieder nicht, weil es dann falsch rum wäre. Ne? Bei Tastschaltern aufpassen, nicht immer passen alle Wippen. Bei Gira beispielsweise wird die Wippe mitgeliefert, weil die normalen Wippen nicht drauf passen, die haben eine andere Aufnahme. Deswegen findet ihr die auch nicht bei Unterputzeinsätzen, sondern immer in der Kategorie des jeweiligen Schalterprogramms von Gira. Genau, dann haben wir noch die Arten von Tastern, die ich einmal durchsprechen möchte, damit ihr wisst, was darunter zu verstehen ist. Ihr findet bei uns im Shop beispielsweise Schließer, ihr findet Öffner und ihr findet auch Wechsler. Und standardmäßig braucht ihr immer einen Schließer. Ein Schließer ist das, was ich ganz am Anfang schon beschrieben hatte. Das heißt, ihr drückt drauf und dadurch wird der Kontakt erst gemacht und dadurch fließt erst Strom. Und wenn ihr loslasst, dann fließt natürlich kein Strom mehr. Beim Öffner wäre es genau andersrum. Den braucht ihr so gut wie nicht. Es gibt ihn für spezielle Situationen in der Industrie und hier und da schon mal, aber ihr braucht euch nicht drum kümmern. Was ihr im Zweifel immer nehmen könnt, ist auch ein Wechsler, weil ein Wechsler natürlich beides sein kann. Je nachdem, welchen Kontakt ihr anschließt, ist ein Öffner oder ein Schließer. Also im Zweifel, wenn ihr nicht wisst, was ihr braucht, nehmt ihr lieber einen Wechsler und dann muss der Elektriker gucken, wie es angeschlossen werden muss. Ja, und jetzt nochmal final einmal zusammengefasst. Es gibt nicht wirklich viel, wo ihr darauf achten müsst. Ihr müsst nur wissen, der Auswechselschalter ist der Standardschalter, den ihr braucht. Wenn ihr 3 oder mehr Bedienstellen habt für dieselbe Leuchte, dann braucht ihr zumindest für die Mitte nochmal 1, 2, 3 Kreuzschalter. Ihr braucht in der Regel Serienschalter, wenn ihr es ein bisschen kompakter haben wollt. Ihr braucht vielleicht stattdessen auch einen Wechselschalter, also bitte passt drauf auf. Und normalerweise heißt das alles VIP-Schalter, so könnt ihr es bei uns im Shop finden. Davon abgesehen, in der Regel kauft ihr die Wippen, also die Plastikabdeckung für die Schalter, immer separat dazu. Es gibt so gut wie keine Schalterhersteller, die das in einem Stück anbieten. Viel mehr ist da nicht zu beachten und ich hoffe, damit kommt ihr jetzt besser bei uns im Shop klar. Ich kann mir vorstellen, dass ihr noch deutlich mehr Fragen habt. Wenn ihr mehr Fragen habt, die hier noch nicht besprochen wurden, schreibt die uns bitte einfach unten in die Kommentare rein, dass wir nochmal drauf eingehen können. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze hier abonniert, damit ihr das nächste Video auch seht.
wenn ihr das vielleicht einmal liked, weil es euch gefallen oder geholfen hat. Und ansonsten gerne auch reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr andere witzige Situationen habt, wo ihr was falsch bestellt habt oder wo ihr verwirrt wart, damit auch andere Leute daraus lernen können. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.